Wenn Uli Hesse und Balthasar Bischlager die nagelneue Dreifachhalle des TSV München Ost betreten, dann ist das ein deprimierender Moment. Seit Mitte Februar ist das Prunkstück fertig, doch Sport hat hier noch keiner getrieben. Und noch viel schlimmer als die leere Halle, auch die Mitgliederzahl bei einem der größten Münchner Vereine bricht ein. Wir haben gegenüber von vor knapp 2 Jahren inzwischen 1000 Mitgliedern weniger. Wir hatten üblicherweise 4000. Es ist schade, ja. Wir hatten neue Geräte bekommen und die dürfen wir nicht einsetzen. Und man steht da und würde gerne. Der TSV München Ost ist auch für seine Nachwuchsarbeit bekannt. Seit 15 Jahren gibt es den Kindersportclub, der durch die Corona-Maßnahmen besonders leidet. Also wir waren früher bei knapp 900 Kindern und mittlerweile sind wir bei unter 500. Hier blutet uns wirklich das Herz. Wir haben jetzt perfekte Sportanlagen hier stehen. Die wegfallenden Mitglieder wirken sich gerade aktuell finanziell besonders schwer aus. Denn der umfangreiche Erweiterungsbau hat den Münchner Sportverein rund 12,8 Millionen Euro gekostet. Unterstützung und Hilfe soll vom Freistaat kommen. Wir haben entschieden, dass wir auch in diesem Jahr 2021 noch einmal die entsprechende Vereinspauschale verdoppeln, so wie wir das im vergangenen Jahr schon gemacht haben. Ist sicherlich eine hilfreiche Aktion, aber sie wird uns nicht wesentlich helfen. Je größer der Verein, desto geringer ist die Summe in den Gesamtkosten. 16 Abteilungen hat der TSV München Ost. Er bietet weit mehr als pure Sportmöglichkeiten. Nämlich eine Gruppe, die in der Stadtgesellschaft eine ganz wichtige Bedeutung hat. Und genau diese ganze Sozialarbeit, die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die ist im Augenblick massiv gefährdet. Ich hoffe, dass wieder hier ein Sommerfest stattfinden kann mit möglichst vielen Kindern und dass da wieder Leben auf dem Platz ist. Durch die vergrößerten Sportflächen wollte der TSV München Ost seine Mitgliederzahl erhöhen. Circa 4000 hatte der Verein vor der Corona-Pandemie. Diese Zahl irgendwann wieder zu erreichen, wäre das erste Ziel für die Zukunft, die nach wie vor ungewiss ist.